Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Long Dark. Ja, wo sind wir? Wir sind immer noch am Überlegen, wie wir das hier irgendwie lösen können. Das ganze Problem. Ich habe immer noch keine Ahnung. Also wir müssen... Wir führen das ja jetzt hier durch. Jetzt haben wir hier Druck drauf, aber es will nicht. Also das muss offen sein. Ich hätte gesagt... Das ist ja eigentlich der kürzere Weg. So, wenn ich das jetzt aufmache, sehe ich das irgendwo hier an dem... Okay, das Rohr wird warm. Okay. Das ist ja auch warm. Was ist... Jetzt habe ich beide Wege offen. Den und den. Jetzt haben wir natürlich vollen Druck da drauf. Warte mal, wenn wir mal dicht zu... Was passiert dann? Nichts. Dann machen wir dicht zu. So, jetzt ist hier der Druck weg. Jetzt haben wir vollen Pulle Druck. Nee, da auch nicht. Da ist aber immer noch Druck drauf. Okay, hier volle Pulle. Hier zügelt's raus. So, jetzt haben wir hier normalen Druck. Hä? Warte mal. Oh. Okay. Aber warum? Jetzt mal ernsthaft. Die Kombination hatten wir doch schon. Dass wir den Weg zu hatten und den auf. Hä? Bin ich jetzt doof? Jetzt mal ernsthaft. Das kann doch nicht sein. Also klar, das musste so sein. Weil hier der ganze Druck rausging. Aber das hätte doch jetzt auch... Weil das hatten wir doch beide schon mal zu und das offen. Danke. Das ist doch beklügt. Irgendwie... wer weiß, wer weiß, wer weiß. So. Machen wir dich mal auf. Das hat etwas in Gang gesetzt. Dampfrohrventil gefroren. Okay. Was hat es in Dampf gesetzt? Ah, das Rohr hier. Oh! Verdammter Mist! Jetzt müssen wir aufpassen, weil das Rohr dampft. Okay, gucken wir weiter. Hier geht es nämlich weiter. Du bist jetzt hier angekommen, der Dampf. Okay. Ist eigentlich die Tür... Nee, die Tür ist immer noch... Obwohl, warte mal, was ist, wenn wir jetzt... Nee, das Rohr ist ja immer noch hier vorne, ne? Ja. Okay. Na gut. So, jetzt haben wir hier zwei Ventile. Ich... So, rein von der Logik geht da das raus. Deswegen hätte ich gesagt, wir machen das hier auf. So. Und das zu. Weil... Mich ja hier. Okay, du bist jetzt hier offen. Du bist noch hier gefroren. Okay, damit ist das alles entfroren. Du zu, damit das nicht oben raus spritzt. So, jetzt müsstet ihr eigentlich hier. Ah, gucke. Ah, ja, da wird's warm. Sehr gut, dann können wir hier weitermachen. Muss ja. Warum das hier noch hier vorne ist, verstehe ich nicht, aber okay. So, jetzt geht's bis nach hier. So. Das muss nach da oben. Jetzt ist die Frage, das wäre ja der Weg. Aber hier kommt ja wieder was raus. Wenn wir dich zumachen... Du bist auch noch gefroren, interessanterweise. Also müssen wir dich ja hier zumachen erstmal. Geht ja nicht anders. Genau, dann wirst du jetzt hier heiß. Du bist auf. Wer hat sich denn den Blödsinn hier einfallen lassen? Also wie... Also jetzt mal ernsthaft, warum zieht man hier ein Rohr durch, macht ein Ventil, um es eventuell... Also... Ja, 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 Konstrukteure. So, jetzt müssen wir mal gucken.
bist gefroren. Du bist auch noch gefroren. Okay, jetzt bedeutet, wir müssen irgendwie schaffen, dass das jetzt hier nicht mehr gefroren ist, damit wir es zumachen können, glaube ich. Okay, dann machen wir mal von beiden Seiten. Ah, okay. Dann schließen wir das Ventil. Okay, das haben wir jetzt immer noch offen. Theoretisch können wir dich auch zumachen. Hätte ich jetzt vermutet, aber wir lassen es einfach mal offen. Das scheint jetzt zu funktionieren, ne? Also wir kriegen jetzt eher Dampf hier rein. Jetzt, aufpassen. Jetzt geht der Dampf nach hier. Aua, schon wieder? Mann! Okay, jetzt ist das warm und das. Jetzt haben wir hier... Oh, Mann. Okay, die... Okay, dann müsste jetzt ja hier hinten... Können wir nicht mehr aufstehen? Hallo? Müsste das ja jetzt hier aufgehen. So. Damit dürfte das mittlere Rohr jetzt. Sehr gut. Für uns bedeutet das wieder Krauchaktion. Ja, wir sollten uns auch gleich mal hinlegen, ne? Eine Runde. So, damit ist das jetzt offen. Ventil geschlossen. Wir machen es mal auf. Damit... Aber das da ist immer noch nicht offen. Okay, ich würde trotzdem sagen, wir haben es auch, glaube ich, in der Nacht. Naja, wir legen uns jetzt hier hin. Wir haben was zu trinken. Ja, wir haben was zu essen. Ja, sehr schön. Also, Lager. Hallo? Pack mal dahin. Dann essen wir was. Trinken natürlich ein bisschen Welt. So. Ein bisschen haben wir dann noch. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal. Wir müssen ja na 8 Stunden mindestens schlafen. Ich würde sogar sagen 10 Stunden, damit wir definitiv voll sind. Schönes Rätselspiel. Auch wenn ich in echt sagen würde, wer das gebaut hat, gehört an die Wand gestellt. So nach dem Motto. So, wir sind ausgeruht. Es wird auch wieder Tag. Das ist auch gut. Aufheben den Schlafsack natürlich. Wir können natürlich was trinken erstmal. Weil trinken haben wir. Trinken können wir immer. Trinken können wir uns gut machen. Wir könnten natürlich hier das Tannenholz hinlegen und. Achso, hier. Ablegen. Ablegen. Damit sollte das hier zumindest erleichternd sein. So haben wir noch. Wir haben 3-mal dabei. Heide Witzka. Na gut, wir hätten natürlich noch ein bisschen schleifen können. So, jetzt gehen wir erstmal hier durch. Okay, ich würde sagen, wir nehmen wieder unsere Lampe. Wir wollen ja nichts übersehen, ne? Wieder Tannenholz. Was wir hier wieder hinlegen. So, da lang. So, das Rohr ist jetzt heiß. Die sind alle heiß. Sehr schön. Okay, hier ist auch Licht. Hier gibt es wieder Tannenholz. Was war das? Achso, wir könnten jetzt die Lampe ausmachen, würde ich... Okay. Wir gucken erstmal, was wir hier Schönes finden, bevor wir hier das Rätsel anfangen. Oh Mann. Kanister ist auch nicht verkehrt.
Okay. Tannenholz können wir vorne wieder ablegen. Ja. I might have to drop some gear. Ja, ja, machen wir gleich. Oh, Licht anmachen. Aha. Okay. Hier ist aber ein gefrorenes Rohr. Bedeutet, wir müssen irgendwo was anmachen, damit wir das hier... Okay, jetzt geht weiter mit dem Rätselraten. Wir wollen aber noch so viel wie möglich hier einsammeln, damit wir... Aha. Das gleich alles ablegen vorne. So. Oh, Licht anmachen ist immer gut. Okay. Kann sein, dass wir da mal durchkaufen müssen. Ja, ist gut, dass wir hier Essen finden, denn wir könnten natürlich noch mal rausrennen, den Wolf eventuell noch mal schlachten. So, aber wir gucken erstmal, was wir hier noch finden. Okay, hier finden wir auch eine Feuertonne. Interessant. Ja. Deswegen legen wir jetzt hier alle ablegen und legen erstmal, was haben wir denn noch alles dabei? Achso, wir haben noch den Kanister, den legen wir auch hier neben die Tonne. Wir legen mal ablegen. Dann kurz mal ausmachen. Denn ich würde dich gerne auffüllen. Wo ist sie denn? Da. Aktion. Auffüllen. Wir haben ja 0,5 dabei. Dann hatten wir hier noch einen 39er. Too heavy. Ist, oder 36 ablegen. Ist mir auch bewusst. So. Aktion. Auffüllen. Oh, dann bist du nämlich fast gefüllt und wir könnten... Wo haben wir es denn? Sind die jetzt weg? Perfekt, so. Und ja, wir müssen Sachen gerade mal hier lassen, würde ich sagen. Aber was? Lampe geht nicht. Wir könnten unseren Schlafsack mal hier lassen. Hier haben wir ja Licht, hier haben wir eine Feuertonne. Würde ich sagen, wir breiten mal unseren Schlafsack hier aus. Wenn das geht irgendwie. Hallo? Ah, hier war eine Möglichkeit. Irgendwo hier war eine Möglichkeit gerade. Da. Damit wir einfach Erdoch anmachen. So. Ich würde sagen, wir gucken dann einfach nochmal. Also, wir kamen jetzt hier rein. Wir kamen von dort. Sind hier reingekommen. Das Rohr ist warm. Das ist hier ohne Druck. Deswegen würde ich dich mal anmachen. So, dann sollte das hoffentlich hier gleich schmelzen. Perfekt. Das schmilzt. So, dann können wir dem Rohr hinterherlaufen. Es geht hier hin. Und dann? Oh, hier war vorhin nur ein Rohr noch in... Nicht an. Okay. Kurz ausmachen. Okay.
Perfekt. Du bist geschlossen und gehst dadurch jetzt hier lang. Ah ja. Und wo dann? Oh Mann, das ist ein wenig lecky. Also sowas ist natürlich irgendwo fetzt, sowas herauszufinden, wo jetzt hier was, okay. Wo ist jetzt hier was noch zu tun? Aber aus meiner Sicht sieht das hier eigentlich alles relativ gut aus, ne? Bist du an? Und da kommen wir. Wo wir jetzt natürlich noch nicht waren, war hier drinnen. Glaube ich. Oder ist das auch nur hier so ein Zwischengang? Okay. Die Laterne an? Nee, ne? Anzünden. Ja. Oh, okay. Wo geht's denn? Okay, hier waren wir definitiv noch nicht. That'll come handy. Oh. Hier kommen wir aber auch gerade nicht rein. Okay, wir können den Dampf mal anmachen. So, damit. Also wir haben doch jetzt einen schweren Hammer. Das muss doch jetzt möglich sein, mit dem schweren Hammer oder mit der Pistole das Schloss auf... Okay, wir haben ganz schön viel davon. Ja. Jetzt ist hier offen. Keine Ahnung, wo wir jetzt hier geschafft haben aufzumachen. Ich hoffe ja, das letzte... Da war ja noch ein Tor, was zu war. Ich hoffe ja, das... Aber wir werden gucken, dass wir vorne dann das ganze Material wieder hinlegen. Und gucken. Ich hoffe, dass wir da auch zumindest die Tränke herstellen können. Weil es kann gut sein, dass wir essenstechnisch am A sind, so ein bisschen. Weil wir nicht so viel dabei haben. So. Von da kommen wir, ne? Hier ist auch, glaube ich, direkt. Ja, da war die Tür, dann war da auch der Dings. Dann nehmen wir mal alles wieder mit. Aufheben. Starting to weigh me down. Ja, ist mir bewusst, dass wir jetzt sehr schwer beladen sind. Aber ich habe keine... Okay, wir sind jetzt richtig schwer beladen. Oh, wir legen auch hier alles ab. Bedeutet, wir legen hier das gesamte Holz ab. Dann bauen wir hier nochmal ein Lager auf. Ja, komm schon. So, und schmeißen einige Sachen hier rein. Ah, da ist noch was drin, sehr schön. Da ist noch eine Lampe drin. So, wir fangen mal bei Klamotten an. Wir haben ja einiges bekommen. Abgenutzte Jeans, okay. Neues Woll... Oh, ein Wollhemd könnte natürlich interessant sein. Würde ich mal angucken wollen. Ein Wollhemd könnte interessant... Ja. Sehr interessant. Anziehen. So. Damit ist Mackenzies Hemd jetzt weg. So, wo haben wir es, Da. Weg damit. Essen. So, was haben wir hier? Wir packen dich dort rein. Auf alle Fälle euch. Wir packen einiges da rein. So. Einfaches Werk. Ich glaube, das brauchen wir eigentlich nur für Schmiedekunst, Schmiedearbeiten. Aber wir haben
Erstens mal haben wir keine Schmiede und zweitens mal, ja. So, warte mal, da waren wir, da waren wir. Die Tür ist immer noch zu. Aber warte mal. Jetzt sollte es funktionieren. Komm. Es wird warm, es wird warm, es wird warm. Es wird... Oh ja. Es funktioniert. Oh, jetzt, da steht neue Quest. Neue Quest. Die ist schwarze Gerüchte, dunkler Stern. Suche in den Schwarzwald herum nach blutverschmierten Seiten. Davon haben wir schon drei gefunden. Okay. Das hört sich gerade nicht gut an. Mach die Maschine kaputt. Ich würde vorher mal gucken gehen. Nee. Auch zu. Hier waren wir vorher, glaube ich. Ne? Von hier sind... Ja, da sind wir hinten durch. Den war denn hier was? Nur ein Gang. Okay. Und wie? Brauchen wir doch den schweren Hammer vielleicht dazu? Shit, that burns. Ja, aua. Weil der Hammer, mit dem kann man natürlich gut kloppi-kloppi machen. Ah, dafür ist der Schmiedehammer. Okay. Okay. Oh, jetzt ist die Tür offen. Warum ist jetzt die Tür offen? Interessant. Was sagt denn die Quest jetzt? Kehre nach Schwarzwald zurück. Kommen wir etwa hier nach Schwarzwald zurück? Ey, das wäre interessant, weil wir sehr viel Material hinten liegen haben. Und wir Waffen etc. pp. Dabei haben. Wir haben einen Schlüssel gefunden. Öffne Schwarzwald Spind Nummer 8. Ja. Wo kommen wir hier raus? Und können wir da wieder rein? Wir kommen da auch wieder rein. Oh, hier bei der Werkstatt kommen wir raus. Oh, nice. Das bedeutet, wir haben da unten sehr viel Material. So, aber. Jetzt ist natürlich wieder die Sache. Wir haben, glaube ich... Warte mal, wo... Wir haben, glaube ich, die Felle nicht dabei. Oh, wir haben die Felle alle im... Okay, wir müssen so oder so Sachen jetzt ablegen. Dann wieder zurückrennen. Weil wir haben dort, wir haben doch die Felle, glaube ich, haben wir die nicht im na, sag schon. Ah, hier, guck mal. Rehhaut. Wolf. Also wir haben noch die Felle drüben liegen lassen, glaube ich. Mal kurz die Tür zu. So. Ein bisschen Kilos können wir hier noch loswerden. Ja, euch umlagern. Feuer brauchen wir hier nicht. Ich würde sogar sagen, wir packen noch einmal 12er Streichhölzer gerade weg. Euch weg. Umlagern. Haben wir noch einmal... Ah nee, sind ja fertig zubereitete Hagebutten. Okay. Dahin.
Essen können wir jetzt auch erstmal hier reinpacken. So viel wie möglich eigentlich hier abladen, ne? Weil die Lampe brauche ich. Die Dosen brauchen wir für drüben. Die kann ich drüben hinpacken. Packen. Ich überlege gerade. Die beiden eingesteckt. Aufgefüllt so. Dich brauchen wir gerade nicht. Dich nicht, dich nicht. Ja. Eine Fackel nehmen wir vorsichtshalber mit. Okay, du bist jetzt hier voll. So, jetzt müssen wir nämlich mal überlegen, von dem Material, was können wir denn, wir können das hinten hinpacken. Wir können das, glaube ich, hinten hinpacken. Holz bleibt, das können wir auch hinten hinpacken. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Hier hätten wir noch eine Lagermöglichkeit. Ist nicht viel, aber immerhin. Gut. Wie gesagt, für mich bedeutet das eigentlich, wir laufen jetzt nochmal hin und her, holen uns die Felle etc. pp. Packen jetzt hier hinten noch was ab. Und zwar hier haben wir ja eine Werkbank, wo wir rein technisch gesehen... Warte mal, wo haben wir das drin gepackt? Das haben wir noch gar nicht weggepackt. Okay, dann packen wir das in die Werkbank rein. Hier, Metall kann in die Werkbank. Das kann in die Werkbank. Du kannst in die Werkbank. Okay, das hätte ich jetzt mitnehmen sollen. Okay, packen wir dich erstmal in die Werkbank. Und dann gehen wir jetzt wieder zurück. Wir müssen in den Staudamm und da alle drauf. Aber das ist doch genial. Wir haben jetzt einen relativ kurzen Weg. Relativ, also relativ, ne? Ist schon näke. Dass wir über den Staudamm nach hinten kommen. Das bedeutet, wir könnten... So. Also ja, das ist... Aber ich würde sagen, insgesamt ist der Weg kürzer. Als wenn wir... Als wenn wir komplett durchlaufen müssten, ne? Weil guck mal, wir sind ja jetzt schon hier. Und dann sind wir hinten am Staudamm einfach mal. Gut, rein auf der Karte müsste der Weg ja wirklich kürzer sein. Also wenn ich mir die Karte anschaue, müsste der Weg, ne? Wenn wir jetzt hier auf der Karte, wir kommen jetzt von hier. Wir sind jetzt hier mehr oder weniger durch den Berg marschiert. So, und wie gesagt, die Felle müssten drüben liegen. Davon können wir uns nämlich so eine schöne Wolfsfelljacke bauen. Vier Felle. Ich glaube, wir brauchen auch vier Därme. Das bedeutet, wir könnten gucken, ob der Wolf noch da liegt. So, aber ich bin der Meinung, wir haben die hier irgendwo abgelegt. Weil wir nicht so viel mit uns mitschleppen wollten. Wo haben wir denn die Felle hingelegt? In der Jägerhütte nicht. Haben wir die im Wohnwagen hingepackt? Kann das sein? Oder müssten wir ja nochmal zum Wohnwagen? Au. Okay, der Weg ist aber auch kürzer hierdurch als... Na gut. Dann nehmen wir halt das erstmal alles mit. Das machen wir dann einen anderen Tag. Das machen wir dann... Ach halt, ich wollte gucken, ob der Wolf da ist. Noch da liegt, weil wir noch die Wärme gebrauchen könnten, glaube ich. Ich glaube, wir haben nur zwei. Wir bräuchten aber vier. Ja, der liegt noch. Wir brauchen aber vier Gedärme, soweit ich weiß. Hallo, Wolf. Kadaver mehr als gefroren. Werkzeug erfolgt. Wir haben die Werkzeuge vergessen. Stimmt. Ach, Mann. Also. Laufen wir nochmal zurück? Ich weiß es halt nicht. Ob wir nochmal zurücklaufen. Es wird jetzt dunkel.
Wir gehen jetzt mal in den Staudamm nochmal rüber. Werden gucken, was wir da noch mitnehmen können. Wir haben einen Lagerplatz. Und werden das mal beim nächsten Mal rüber schaffen, würde ich jetzt sagen. Also wir würden dich mal noch mal auffüllen. Wir haben ja hier Material. Okay, dann haben wir jetzt kein Material mehr. Sehr schön. Und wir marschieren jetzt mal zur obersten Ebene. Da haben wir sie. So. Und ich würde sagen, wir machen dann an der Stelle für heute mal Feierabend. Wir bleiben jetzt hier. Gucken, dass wir das Material einstecken, was hier noch rumliegt. Na, und dann gehen wir nach oben. Da liegt noch Zedernholz, okay. Und ich überlegen uns dann, ob wir nochmal schnell mit Werkzeug zurückgehen, um das Fell und die Gedärme zu holen. Und vielleicht sogar das Fleisch. Das überlegen wir uns beim nächsten Mal. Daher erstmal danke fürs Zusehen und tschüss.